In diesem Video. Et sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai. Willkommen Leute zu einem neuen Video von mir. Heute sehen wir eine Ja-Sage-Challenge und heute ist nicht nur irgendein Tag. Heute ist der 11.11. und das heißt, heute ist die Karnevalseröffnung. Moritz, wie geht es dir an diesem schönen Tag? Moritz, du bist doch wunderbar gut gelandet, oder? Ey, mir geht's so gut wie noch nie, Alter. Leute, ihr müsst wissen, Moritz und ich haben eine kleine Challenge gemacht auf seinem Kanal. Oh shit, okay. Moritz noch schneller. Sag mal, hab ich den Tonmann-Film. Tonmann heute. Ja, ein Traum, perfekt. Wir machen heute eine Ja-Sagen-Challenge. Also ab jetzt durften wir den ganzen Tag nicht mehr Nein sagen. Moritz, wie fühlst du dich heute? Ja. Ja, perfekt, Digga. Also, ich würde sagen, unsere Regie, unsere professionelle Regie hat eine Liste vorbereitet. Die hat richtig Bock. Hast du Bock? Perfekt, danke schön. Moritz, bist du bereit? Also, wir gehen jetzt im Rudolfplatz, vielleicht in deine erste Aufgabe zum Ja-Sagen, ne? Ja? Bist du bereit? Naja, ich bin bereit. Du darfst nichts anderes sagen außer Ja heute. Ja. Einmal kurz eine Umfrage hier. Was macht ihr? Als was bist du heute verkleidet? Als Hippie, sieht man das nicht? Als Hippies. Cool, kannst du mir was spielen auf der Gitarre? Ja. Sing einfach irgendwas. Ich bin nur... Michael! Oh Gott, mach da Ja sagen. Okay, weiter geht's, Leute. Was ist das denn hier? Wird hier gerade Alkohol verkauft? Also, Johannes, Ja sagen. Ja sagen, schau auf. Erste Aufgabe. Du kaufst jetzt so ein Corona und extra weg. Ich kotze dann. Ja. Ja. Wunderbar. Machst du es bitte am Fahrrad auf? Nein, scheiße, du öfter am Fahrrad aufmachen. Ja, wenn du am Fahrrad aufmachen willst. Ja, hier, mach am Fahrrad auf. Hier. Was? Okay, ich darf am Fahrrad aufmachen. Was? Er hat einen Fahrradanzug. Was? Muss es mir echt exen? Ja, ist die Aufgabe. Schön. Ach, die Hälfte läuft weg, Junge. Die Hälfte läuft weg. Nicht absetzen. Ich nämlich muss meine Freunde aus Bamberg grüßen, weil wir sind aus Bamberg und ich wollte euch also alle ganz herzlich alle aus Bamberg sind wichsen. Liebst du alle Menschen aus Bamberg? Ja, Bamberg ist mega nice. Würdest du ihr jetzt ein Küsschen geben? Ja, sagen. Du kannst mir jetzt auf ja, du musst ein Küsschen geben, komm. Ja! Meine Damen und Herren, es wird eine wunderbare Show. Ich würde sagen, weiter geht's. Gerade hier an dem Kreuz- und Angelpunkt von Köln. Alle Leute gehen jetzt hier vorbei. Johannes, möchtest du nicht ein Liebeslied jetzt für dein Mädel deiner Träume singen? Ja. Dann, guck mal, das ist doch dein Mädel deiner Träume. Komm, geh da hin. Los. Entschuldigung, ich muss ein Liebeslied für sie singen. Sie sehen sehr schön aus. Heute ist ein toller Tag. Und das ist ein Liebeslied. Ja, Liebeslied für sie. Wie heißen sie? Mona, du bist so toll. Das war super toll. Das war wunderschön, okay? Okay, weiter geht's. Das war unfassbar unangenehm. Moritz, ich hasse dich dafür. Das war so cringe, Mann. Wir gehen weiter, würde ich sagen. Moritz, möchtest du mit einer fremden Person sprechen und die ganze Zeit ihren falschen Namen sagen? Ja, gerne. Ja, perfekt. Eine kurze Umfrage, wie heißt du? Sarah. Mona, wie geht's dir heute? Lisa, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Das freut mich sehr. Wo feierst du heute Karneval, Anna-Lena? Ich feier gar nicht, weil... Examen. Was studierst du? Ergotherapie. Annabelle, ich wünsche dir noch viel Spaß heute beim Ergotherapie. Wir sehen uns weiter. Johannes, wie viel Geld hast du gerade dabei? Karte. Gib mal jemand einfach deine Karte. Schenk jemand eine Karte. Meine Karte. Habt ihr Interesse an der Kreditkarte? Johannes, du hast jetzt bestimmt Bock, deine Kreditkarte einfach irgendjemand zu schenken, oder? Hier, viel Spaß mit der Kreditkarte von Johannes. Die Karte ist für immer geklaut. Die Karte ist weg. Deine Kreditkarte ist weg. Kann es sein, dass wir eine leichte Meute mitgenommen haben? Ich mir gerade möchtest du in den nächsten Laden gehen und mit deiner Kreditkarte den teuersten Wein kaufen, den irgendwie verstanden? Ja, gerne. Wir brauchen einmal den teuersten Wein, den ihr hier in dem Laden habt. Ja, komm, ich nehme den hier. Der ist okay, gut. Wir kaufen den Wein. 60 Euro habe ich gehört. Sehr gut. Möchtest du den Wein verschiedene meinen Kauf geben? Ja, gerne. Okay, Moritz. Ich hasse dich. Ich bin nur diese Challenge. Es ergibt gar keinen Sinn, Moritz. Es ergibt gar keinen Sinn. Es ergibt wirklich keinen Sinn. Da ich jetzt dran bin, weil du mir die Weinflasche Kopf gekippt hast. Boah, möchtest du jetzt ein Küsschen von ihr geben lassen? Timo, hör mal auf jetzt. Möchtest du auch ein Küsschen geben? Hör mal auf jetzt, Junge. Ja, auf die Wange. Ja, na klar, Moritz, möchtest du dir einfach ein Küsschen geben lassen? Wunderbares Video. Jetzt habe ich auch mein Thumbnail für heute. Meine Damen und Herren, es geht natürlich weiter heute. Wir haben heute einen wunderschönen Tag. Die nächste Challenge. Moritz, wir gehen weiter. Ich bin natürlich jetzt dran. Und ich frage dich am heutigen Tag, möchtest du den Boden küssen? Ja, gerne. Los. Den Boden geküsst, so mit. Johannes, möchtest du das Fahrrad klauen? Ja. Ein Fahrraddieb auf frischer Tat. Das lauf kurz ein paar Meter damit weg. Alle zwei Minuten passiert das in Deutschland. Lauf ein paar Meter damit weg. Es geht nicht, es ist gesperrt. Die Polizei scheint machtlos. Lauf weg damit. Das scheint nicht zu klappen, wir brechen die Aufgabe ab. Die Challenge kann ich leider nicht bewältigen, Moritz. Eine kleine Frage, du siehst doch sportlich aus. Bist du sportlich? Ja, sportlich. Möchtest du ein kleines Wettrennen gegen ihn machen? Ach, das verliere ich. Du schaffst das. Also pass auf, du kannst 100 Euro gewinnen, wenn du gewinnst. Im Leben nicht. Johannes, mach ein Wettrennen gegen ihn und du gibst dir 100 Euro, wenn du verlierst.
Ja. Johannes, da sind wir doch dabei. Sind wir. Ja, komm Leute, okay. Es geht bis zu den Toiletten hin, okay? Wer als erstes bei den Toiletten, die Toiletten berührt, der hat gewonnen. Also, es geht um 100 Euro. Auf die Plätze! Fertig! Los! Hey! Oh, was? Hey! 100 Euro für den Mann, 100 Euro. Johannes, sofort 100 Euro dabei. Junge, ja! Ja, ey! Er hat gewonnen. Muss jetzt überwiesen werden, live überwiesen werden. Du hast gerade 100 Euro gewonnen, Mann. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich einfach... Hast du ihn so erwartet? Hast du erwartet, nee, dass er so schnell ist? Also ich habe es wirklich nicht erwartet. Ich habe mich wochenlang darauf vorbereitet. Okay, sehr gut. André. Hey, gib mir gerade echt 100 Euro, Digga. Wie toll. Okay, meine Damen und Herren, der Herr hat 100 Euro gewonnen. Applaus in die Runde. Applaus für diesen Mann. Wundervoll. Ringen auf euch, Männer. Danke. Ciao, André. Jetzt wirst du leiden. Jetzt komm mit, Moritz. Ey, weißt du, was einfach traurig ist, dass dieses Video sehr viele Menschen sehen werden und ich einfach mich absolut blamiere. Das ist einfach toll. Möchtest du in die Apotheke gehen und die kleinsten Kondome kaufen? Ja, gerne. Ja, komm, dann mach das bitte. Hallöchen, ich brauche einmal die kleinsten Kondome, die ihr habt. Habt ihr die kleinsten Kondome für mich? Die Kondome hier? Ja. Die kleinste Größe brauche ich einmal. Die allerkleinste, die ihr habt. Wo ist das? Okay, einmal um die Ecke. Wo ist das Kleinste, was es gibt hier? Sind das überhaupt Kondome, Digga? Ah ja, ultra small. Die Kondome, die jetzt über den Kopf ziehen. Der Typ meint, das wäre traurig, dass ich so kleine Kondomgröße habe, Mann. Leute, kleine Penisse sind nichts Schlimmes. Moritz, das ist extra. Nein, hoff. Möchtest du über den Kopf ziehen? Ja, gerne. Ja, wunderbar. Okay, wieder kommentieren auf jetzt. Auf Fußen erstmal. Simon wollte das by the way nicht wie machen. Wie Porritz sich ultra... ich hab das schon 100 Mal in Videos gemacht. Ja. Wird das klappen? So, auf Fußen. Mehr. Und jetzt über den Kopf ziehen. Ja. Ja, oh nein, was ein scheiß Kondom. Wunderbar. Ist. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. War das nicht, Bro? Dann lass mich mal probieren. Ja. Mein Gott. Yeah! Dankeschön für deinen Beitrag. Gott, was? Du bist was? Was? Ja! Talent am 11.11. Das ist wunderschön. Talent am 11.11. Das klappt überhaupt nicht. Ja, dieser Ehrgeiz im Video ist wunderbar. Was? Es klappt! Oh Mann! Es klappt nicht! Versuch den Mann zu überreden, seinen komischen Hund zu klauen. Ja. Yeah. Aber lenk ihn so ein bisschen ab. Ja, sorry. Was ist für ein Hund? Oh Gott, wie peinlich. Danke. Welche Rasse ist das? Puls. Darf ich einmal streicheln? Ja, gerne. Oh, ach du Scheiße, er streichelt dieses... Ah! geklaut, okay, hier. Oh Gott. Boris, möchtest du kurz auf dem Weg zum nächsten Spot eine Akrobatik-Tanz machen? Ja, gerne. Ja. Möchtest du dabei singen? Oh, ich bin nur... Oh, ich bin nur... Und eine Ballerina. Wunderbar, Moritz. Dankeschön. Okay, Moritz, möchtest du eine Polonaise zu Oscar machen mit 1000 Leuten? Ja, gerne. Okay, dann machen wir das jetzt. Moritz, siehst du die Menschen da hinten? Und mit diesen gefühlt 50 Menschen sollte Moritz eine Polonaise zu Oscar machen. Polonaise, Leute, Polonaise! Hey, alle anschließen, Polonaise! Alle ran! Die Post geht ab, wir machen jetzt nicht Wahnsinn. Und wir gehen jetzt alle zu Oscars Wohnung. Der Dreh ist los. Und dann sind wir mit den gefühlt 50 Menschen erstmal durch halb Köln gelaufen zu Oscar. Ja. Oscar. Die Wand. Alle festhalten. Oscar. Jetzt kommt's. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los. Wer seid ihr überhaupt? Oscar, alle sind da! Ah, scheiß auf, Digga, unsere Wohnung wurde überlaufen! Und dann kamen immer und immer mehr Leute. Und dann haben die angefangen, über den Balkon in die Wohnung zu klettern. What the fuck? Komm rein! Wie findest du diese aktuelle Lage? Junge, absolut nicht. Absolutes No-Go. Die Bude wird immer voller und voller. Und es wurden im Flur immer mehr Leute, die rein wollten. Hör mir kurz zu. Da sind viel zu viele Leute auf unserem Flur. Da sind viel zu viele. Ich meine schon ernst, bitte. Dann wollte Ben komischerweise, dass wir alle wieder gehen. Hä? Verstehe ich gar nicht. Und währenddessen alle eskaliert sind, fand das Oscar nicht so witzig scheinbar. Hey, hey, Zeit, hier gegen uns. Gehen raus, Mann, und das ohne Grund. Alle geht nicht, Bro.
aus dem Ruder gelaufen, das ganze Video. Es war eigentlich ursprünglich nur ein Ja-Sagen-Video. Also, wir sind bei Oscar gelandet. Es tut mir so leid. Oscar und Ben, es tut mir wirklich so leid. Es tut mir wirklich so leid. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Das Video ist nicht zu Ende, Leute. Bleibt dran! Hey, dann sind wir natürlich wieder rausgegangen und haben natürlich alle Leute, die da drin waren, rausgeschmissen, weil das geht ja so nicht. Ja. Freunde, 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 es ist sichtlich ein wunderschöner Tag in Köln. Wir haben erst gerade mal 13 Uhr allerspätestens und Menschen sind schon auf diesem Pegel, den man jetzt gerade hat. Guck mal, wie viele Menschen das sind, Digga. Die ganze Straße ist voll. Simon, okay. Moritz ist leider nicht mehr in der Lage, mir eine Aufgabe zu geben, deswegen habe ich jetzt den Simon Will. Okay. Lass mich kurz überlegen. Oh, warte mal. Okay, warte mal. Boah, siehst du diese Menge da? Okay. Geh mal da rein und mach einfach den Schwimmer. Ja. Ja, let's go, Alter. Woo! Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe, mach die Robbe, Robbe. Meine Damen und Herren, das war das Ja-Sagen-Video vom 11.11. am Karneval. Es war mir eine Ehre, es war wunderschön. Oscar, wir haben deine Wohnung zerstört. Wir haben alles kaputt gemacht. Wir haben alles gemacht. Wenn ich es nochmal machen soll, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.